Hallo und herzlich willkommen zum neuen Filmreview hier auf meinem Kanal Steffo. Heute haben wir den Film Attack the Block. Da ist das gute Stück. Diesen Film habe ich mir reingezogen und ja, bin positiv überrascht. Aber kommen wir erstmal zu den Daten. Dieser Film läuft 88 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie hat geführt Joe Cornish. Es war sein erster Kinofilm, kann man sagen. Vorher hat er nur Fernsehserien gedreht. Kommen wir zum Hauptdarsteller. Es ist John Boyega. War auch sein erster Film. Und man hat ihn ja letztes Jahr gesehen in Star Wars, das Erwachen der Macht, wo er den Finn gespielt hat. Also, ja, und danach, also nach Attack the Block hat er jetzt auch nicht so viel Filme gemacht. Eher unrelevante Filme. Und dann jetzt erst Star Wars war jetzt, glaube ich, sein Durchbruch. Die anderen Schauspieler sind alles eher unbekanntere. Aber in einer kleinen Nebenrolle war noch Nick Frost zu sehen. Und zwar hat er mitgespielt bei Shaun of the Dead oder bei Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis, oder in The World's End. Alle drei zusammen mit Simon Pegg. Alles schwarzer, humoriger Filme. Also richtig geile Filme auf jeden Fall. The World's End habe ich noch nicht gesehen. Und haben vorhin mal, Entschuldigung. Und der Attack the Block ist eigentlich auch ein schwarzhumoriger Film, kann man das so sagen. Also mit viel schwarzem Humor. Worum geht es denn in Attack the Block? Ja, man hört schon im Filmtitel Attacke auf den Block. Da ist halt eine Gruppe Jugendlicher, wo John Boyega halt mit drin ist. Und ja, die wollen halt auf dem Möchtegern Gangster machen, überfallen da erstmal eine Frau. Wollen die das Geld und den Ring und so weiter haben, und dann auf einmal fällt vom Himmel so eine Art Meteor runter aufs Auto, und da drin ist so ein Vieh, das sieht aus wie ein Gorilla, und ja, es greift halt den John Boyega an, flüchtet, und die rennen daher und wollen halt, ja, wir sind die Größten und so weiter, ja, bringen es dann um. Dann haben sie die ganze Zeit mit dem Vieh da rum. Und ja, dann später kommen halt dann noch mehr Meteoren runter. Und ja, da haben sie gedacht, oh, cool, komm, gehen wir jagen und vernichten die auch, weil sie sind ja so kleine Viecher. Ja, und dann sind sie im Park und sehen halt dann den Krater, wo das runtergeflogen ist, das Vieh, und merken, es ist doch ein bisschen größer als das andere Vieh. Und ja, und dann geht's halt los. Dann, also es ist auf jeden Fall sehr groß, hat auch schärfere Zähne, und ja, und dann rennen sie halt um ihr Leben, vernichten ein paar und so weiter und so fort. Und ja, wie es weitergeht, einfach mal den Film schauen. Also auf jeden Fall coole Sache, der Film. Wie fand ich denn den Film? Also von den Hauptdarstellern, also von, ja, von den Darstellern richtig gut gespielt. Ich fand die Jugendlichen da mit John Boyega von der Gruppe da einfach nur cool. Ich konnte immer lachen und ja, fühlten sich halt einfach immer so stark. Ja, wir sind die Coolsten und ja, komm, wir kiffen erstmal ein. Echt lustig. Und ja, auch wie sie halt die Monster manchmal gekillt haben, war auch richtig cool. Die Monster waren auch mal was anderes. Ich weiß jetzt nicht, waren das jetzt Aliens oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kamen sie vom Himmel, also werden es Aliens gewesen sein. Waren richtig schwarz, also wie gesagt, so Gorilla-mäßig. Und wenn sie das Maul aufgemacht haben, dann, hat geleuchtet die Zähne. Sah richtig geil aus. Und auch die Tötungsszenen waren nicht schlecht.
Da der Film ab 16 Jahren ist, hat man zwar jetzt nicht so viel gesehen am Blut und so weiter, aber die Szenen, die man gezeigt hat, waren schon geil. Ja, zum Ende hin war es dann. Ja, die haben eigentlich alle Jagd immer nur auf den John Boyega gemacht, weil der halt so Pheromone an seinem Körper hatte. Und ja, und dann hat. Ja, gut, was dann passiert ist, sage ich jetzt nicht. Und ja, also wie gesagt, die Hauptdarsteller, die Darsteller waren alle cool drauf, vor allem auch Nick Forstemann mit seinen Griffen. spielt sich halt sehr viel in dem Block ab. Und ja, ich würde dem Film eine 7 von 10 Punkten geben, da er mir sehr Spaß gemacht hat. Und ja, also ich werde ihn mir auf jeden Fall irgendwann nochmal anschauen. War auf jeden Fall cool, der Film. Und ja, das soll es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein von meiner Review. Ihr könnt ihn euch auf jeden Fall mal anschauen. Also sind auf jeden Fall coole, lustige Szenen dabei. Und es sterben sogar welche von der Gruppe. Kann ich ja eigentlich schon mal sagen. Was ich ja eigentlich gar nicht gedacht hätte. Ne? Aber auf jeden Fall ein cooler Film, den man mal geguckt haben muss. Und Star Wars, zum Beispiel Star Wars, das Erwachen der Macht, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und da es halt der erste Film ist von John Boyega, fand ich ihn auch richtig klasse. Hat mir gefallen, der Junge. Bin ich echt mal gespannt auf Star Wars. Und ja. Gut. Ich wiederhole mich immer bei meinen Reviewen. Das ist ein bisschen doof. So, also machen wir jetzt hier mal fertig. Ein Ende. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, falls ihr den schon gesehen habt. Und ich bin damit jetzt raus und sage bis dann, bleibt dran, euer Steffo. Ciao, ciao!